Sind wir zurück? Mitten im Dungeon und. Wer ist denn das in der Mitte? Vampir. Ja. Die kann nix. Die kann nix. Okay. Ja, für dich ist das natürlich nicht so schlimm. Für mich wäre das zum Beispiel auch ein 12er jetzt gewesen. Glücklos. Cool. Gleich mal verschiedene Flüche ja. Auf die Leute. Mir ist die Mumie unsympathisch mit dem Fluch. Dann mach ehrlich. Die weg, ich mach Mrs. Vampir weg. Mir ist die Mumie egal, ich bin fluchimmun. Ja. Ja, gut. Na gut, die hatte nur 4. Hat zum Glück nur 4 Rüstung, kann ich auch so wieder angreifen. Dann hau die Mumie weg. Die Mumie? Oder den Vampir? Ich meine, Vampir muss man natürlich sagen. Na gut, du machst beide weg, ne? Ist eigentlich egal. Meinst du? Suchst du was? Ich finde die Mumie halt nervig wegen den Flüchen. Also Flüche sind halt immer. Die kann ihn wegmachen. Das ist im Bereich des Möglichen. Ja, bei dir kostet es im Moment Lebenspunkte, oder? Das ist im Moment nur 93 statt 100 irgendwas. Mumie ist weg. Hat. Lebensentzug hat nicht funktioniert. Doch. Kann ja nix. Oh. Ah, Flächenschaden wäre jetzt gut. Ja. Ja, kann ich gleich machen, aber leider bin ich nicht dran. Ja, das meinst du jetzt von mir? Ja, leider. Ich greif den an, hoffe, dass das hinhaut und dann kann Nation den Vampir weghauen. Ja, sehr schön. Oder er kann auch den anderen weghauen, wie er will, aber. Er wollte ja eigentlich von Anfang an, hat er ja den Vampir als sein Ziel ausgesucht. Ja, ne, und der ist auch zweimal dran, also macht der Vampir auf jeden Fall Sinn. Ach, stimmt. 74, ey, du bist echt nicht feierlich. Nee. Guck mal an. Es geht doch mit dem Ausweichen. Ab und zu geht's mit dem Ausweichen, ja. Ja, aber komischerweise tatsächlich öfter, seit ich weniger habe. Ja. Das ist echt. Wie oft sind Mono und ich ausgewichen? Ja? Wir haben die ganze Zeit unter 20 gehabt. Ja. Du mit teilweise 32, wenn ich mich recht entsinne. Da ging irgendwie gar nichts sowas, mehr. Ja. Okay. Okay, dann macht nochmal 2 mehr Schaden. Verdunsten. Okay. Boah, 45er ja. Schaden. Zwar 40% aber Genauigkeit, aber. Das ist halt immer 5 Proben, ne? Das ist natürlich auch. Weiß nicht, was hast du gerade, Tyrell? Hey, ich sammle den nur auf. Also, ich hätte damit zwar auch also einen Flächenangriff und so, aber hier habe ich als Autoangriff, sag ich mal, mit 3 Proben ja nur. Du schon mit Autos Flächenangriff. An? Ja. Und außerdem kann ich hier mit Schocken und so, das ist auch ja. Eine super Sache. Also, meistens sind die halt immun gegen das, aber. Gut, dass du ausgewichen bist. Ja. Gut, dass ihr ausgewichen seid. Okay. Ja, also im Prinzip dasselbe wie vorhin, würde ich sagen. Also ich bin eher für den Hexer, wegen diesem Verwirrungskram. Ach so, ja, gut, das ist ein Argument, ja. Dann greif ihn mal an. 78 schaffe ich nicht. Treffe nicht. Wow, Mono, danke. Was war das denn für ein Schädel gerade? Ne? Ja, okay, macht aber 74 schaffst du aber. Ja, deswegen sag ich ja danke. Du hast es aber ganz genau genommen, das meinte ich. Da hätte nichts schief gehen dürfen. 78 schaffe ich nicht. Mit Ansage. Ja. Habe ich aber auch keinen Fokus mehr. Also wenn ich... Wie viel machst du maximal Schaden? Ich habe keinen Fokus mehr, also kann ich dir nicht sagen. Meine normalen Schläge machen 45, wenn alles durchgeht. Okay. Ja. Ich kann ihn ja auch noch angreifen, ein bisschen Schaden drauf machen. Wir kriegen das schon hin, genau. Ja. So, definitiv. Okay. Sich ja gar nicht mehr den anzugreifen, da kann ich ja gleich den anderen angreifen.
Aber er steht noch. Ja, stimmt, das ist unter meiner Würde. Selbst mit einem Verkack mache ich noch 31. Ist ja gut. Ist ganz toll. Ich freue mich halt nur. Aber wie? Dass ich so ein heftiger Dude bin. Ja. Du bist, ja, du bist das ganze Abenteuer über bist du ein heftiger ja. Dude. Nee, teilweise war ich ganz schön los. Ja, du hattest am Anfang das Feuerschwert. Überleg mal, wie lange ich mit meiner Standardwaffe rumgelaufen bin. Und wie lange ich die ganze Zeit Schläge kassiert habe. Home Run. Ja. Darwin, erzähle ich das hier ja auch. Na, ihr seid ja jetzt auch, klar. Die Reise war lang, unsere Entwicklung groß. Und auf Monosore Fokus ist Verlass. Also ich mache auf jeden Fall, guck mal, könnt ihr mir nochmal... Nee, das reicht, oder? Nee, dort ist mal drüber schieben, meinte ich. Nö. Ich geb dir eine tanzende Nessel, aber dann ist Schluss. Nein, Quatsch. Ja. Hab schon gesehen, schon gut. Ach, du schon wieder. Ja, gib schon mir mein Schwert, ja, diesmal will ich es wirklich. Blutdämon. Wir haben noch eine Rechnung offen. Aua, das sieht er wohl genau. Ja, ich glaube auch. Und der rülpst immer noch. Oder? Was auch immer der da macht. Ich würde sagen, er bekommt einfach schlechte Luft. Vor allem bekommt er jetzt 25% mehr Schaden. Also Nation, viel Spaß damit. Alles klar. Jo, 81. Okay. Was Goldwurzel angeht, denkt man, dass wir vielleicht noch ein bisschen was übrig behalten. Einen habe ich noch. Noch andere Kämpfe. Okay. Jawohl! Gib mir mein Schwert! Gib mir mein Schwert! Gib mir mein Schwert! Gib mir mein Schwert! Ich sehe kein Schwert. Ich sehe auch kein Schwert. Diesmal. Gib mir mein Schwert. Das liegt da hinten. Da. Truhe! Gib mir mein Schwert. Die verzweifelte Hoffnung. Immer noch? Naja, gibt Nation, also, oder? Der dann wenig. Ja, stimmt. Soll ich auch sagen, eigentlich. Ach, die schon wieder. Kennen wir schon. Ich glaube, die habe ich an, ne? Oder habe ich sie nicht an? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du hast sie nicht angezogen. Du nicht angezogen, weil du Stärke genau, verlieren würdest. Danke. Richtig. Kommt mir bekannt vor. Klingt richtig. Gut. Ohne Schweiß kein Preis, neue Errungenschaft. Sehr gut, sehr gut. Wie war das denn? Cindy, hast du das leer gekauft? Nee, ne? Vor allem den Goldwurzel leer gekauft? doch, in Goldwurzel leer gekauft nicht. Nee, in Cini war ich aber. Ich bin ja falsch gelaufen am Anfang. Ja, ja, genau. Das habe ich mitgenommen, aber ich weiß es auch nicht, weil bei Nation ja gesagt wurde, zwischendurch die Städte wurden aktualisiert. Was du aber vielleicht mal machen kannst, wir haben jetzt irgendwie. Ja, das, aber du könntest auch mal so eine Visionsschriftrolle nehmen, Georgmann. Und mal da oben links über Hasta das Gebiet offenlegen. Weil wir haben hier jetzt. Wo müssen wir hin? Dämonenhöhe, wir haben. Über Hasta meinst du? Okay. Ja. Ich glaube, da bist du Ende, oder? Nee. Dann werden nämlich auch die goldenen Felder. Ich weiß, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir was suchen? Wir okay, wo setze ich denn den Punkt? Mehr rechts davon oder mehr links davon? Wo ist das denn? Also ich hätte gesagt, irgendwo oben also links. Also links sind nur die Berge, glaube ich. Ich würde ja sagen rechts, oder? Ja. Ja, wir haben auch genug, also wir können halt beides machen. Ne? Wir haben so mittig halt. Achso. Da will einer gehen. Genau, ein Stein halt. Wir müssen nämlich jetzt irgendwie Sachen tun. Ich weiß gar nicht, nach Hasta laufen, glaube ich, ja? Hat die gesagt. Ja, ja, die nach Hasta soll man laufen, ja. Also deswegen würde ich beim Kurbelkorridor trotzdem mal vorbeigehen eigentlich. Auf jeden Fall Gottesbad mitnehmen. Ich habe euch gerade ja Geld schon gegeben. Nation geht in den Kobold-Korridor, du bist eh schneller. Dann gehe ich nach Cini oder wie machen wir es? Will war?
Können wir machen, ja. So. Dann gib vielleicht mal noch ein bisschen mehr Geld. Entschuldigung. Aus, ich komme hier nicht weiter. Also hier. Ja, damit angenommen, Nation ist jetzt da unten und findet den Megastuff. Wo, ja, okay. Wo soll ich jetzt hin? Du sollst erstmal neben Björn stehen bleiben. Das kann ich. Damit du noch ein bisschen Geld bekommen kannst. Weil er ja dann auch Gottesbart kauft. Wo soll ich danach hin? Drunter zum Kobold-Korridor. Gut, dann stelle ich mich hier hin. Genau. So, ja gut, dann gehen wir den nochmal. Ja, komm. Sei nicht geizig, Gormund. Danke. Genau. Also hier schon mal nichts. Wir haben nämlich Gottesbart und Goldwurzel und so, das ja, wird genau. Teuer. Und heilen muss er sich auch noch. Ja, ja, ja. Ja, und ich laufe einfach in deine Richtung. Ja, dachte ich, dass er bei dir wird durchlaufen nicht. Richtung Hasta dann wohl. Also, oder geh nach Zinni, ist ja egal. Ja. Dann von uns beide. Na, toll. Jetzt könnt ihr auch laufen. Ja, ne, also hier ist auf jeden Fall Gottesbart noch. Der gefrorene große Hammer. Bitte was? Eisendrachenschild. Der königliche Helm ist ja wow. Wow. Sieht doch eigentlich ganz nett aus, ja. Ja, vor allem 5 Stärke, es ist Minus 10 Wahrnehmung. Ja, interessiert mich ja nicht. Das ist voll mein Ding. Ja, super Helm für Nation. Mhm. Ja. Gut, mir kann dann was geklaut werden, aber ansonsten... Achso, Hexenfluch mitnehmen oder nicht mitnehmen? Brauchen wir nicht, ne? Brauchen wir. Also ihr habt beide welche, ich bin fluchimmun. Ja, würde ich auch sagen, brauchen wir nicht. Ja, wie gesagt, aber wenn Dings da ist, dann Eisen, nein, Quatsch, Gold, Goldwurz, Gold. Nein, ist nicht. Gibt's leider nicht. Nee, das war's sonst. Ja, dann penne ich da eine Runde. 81, geschmeidig. Wie kostet der Helm eigentlich, ja? Hast du den jetzt geholt? Nee. Ich bin entsetzt. Warum? Und wo willst du? Ich wollte das goldene Felddings machen. Okay. Ah, da gibt's ja auch noch Quests. Ja. Achso, es ist ja, wieder das Obsidian-Schwert, das interessiert mich nicht. Das ist schwach. Viel zu schwach. Ja, Chaos reduzieren, scheiß drauf. Oder? Geld? Wollen wir mal Geld machen? Chaos reduzieren, ach dich als Schwachsinn. Oh, guck mal, da gibt's einen guten Wahrnehmungshut. Wo? Und den königlichen Helm, den gibt's da auch. Perfekt. Stimmt, den gibt's auch, ja. Kosten die da gleich viel? Ja, ja, ich glaube ja. Ich guck nochmal kurz. Ja, ja, kostet gleich viel. Assassinstiefel, guck mal, geh mal da. Assassinkapuze, Assassinkapuze ist auch da. Ja. Alles klar, da gibt's Wahrnehmungsset für dich, German. Ja, das Assassin ist ja der Helm, den ich meine. Ja, Stiefel und Kapuze ist da. Ja. Okay. Das ist schon geil. Das ist echt nicht so. Ne? Guck mal, die Muskete. Ja, darf ich mir den Hut jetzt holen, oder? Ja, kauf dir deinen Hut, wenn du willst. Klar, steck ein. Immer Geld. Ich verkaufe mal ein bisschen. Und Gjormunds Kram. Ja. Muss eigentlich auch mitbringen, ne? Weil. Da muss Gjormund nicht nochmal runterrennen. Von Hasta aus müssen wir, glaube ich, nicht nochmal nach unten. Oder willst du es nicht haben, Gjormund, doch, oder? Das ist ja quasi Endgame-Equipment. Ja, das ist natürlich schon. Ja, ja, für ein Wahrnehmungs-Item. Wenn ich dann umsteige. Wenn du dann irgendwann eine gute Waffe findest. Ja, ich habe halt die 2-Hand-Waffen dafür. Das kann ich natürlich machen. Da komme ich auch auf über 85.
Komm mal mit dem Schild ganz gut. Ich muss ja sagen, standhaft hat jetzt mir schon zweimal das Leben gerettet. Standhaft ist super. Beim Schild. Ich meine, du kannst die Waffen ja auch so noch benutzen. Ja, klar. Nur vielleicht findest du da irgendwann nochmal so eine blaue, was weiß ich, Warnungswaffe oder so. Ja, wenn Nation das Geld hat, kann das gerne machen. Ja, bestimmt. Du hast mir richtig viel gegeben. Ja, der hat ja gerade auch noch irgendwas verkauft, wie ich gesehen habe. Mhm. Der Helm steht dir übrigens ganz gut. Danke, passt, danke schön. Der passt wirklich gut. So, was wolltest du denn haben? Ja, wir sagten ja den Assassinenstiefel und den Assassinenkapuze. Das passt halt dann zum Set. Kurz, ja, ja. Ja, genau, ich glaube, diesen Mantel. Ah, ne, den Mantel hast du noch nicht. Du hast den Vierermantel, glaube ich, ne? Ich hab. Umhang des Abenteuers, ja, mit 4 Wahrnehmung hast du, genau. Genau. Mit 5 gibt's ja auch noch ein Item. Soll ich auch mal noch eine Runde Ginseng mitbringen oder die nicht? Also eigentlich haben eigentlich wir, Jörn hat 2, du hast 2, ich habe 1. Wir hatten das jetzt bis jetzt nur 2-mal, wo es wirklich extrem war, also eigentlich nicht. Gut, dann haben wir das erledigt, kommen wir zum Questen. Was nehmen wir? Kopfgeld, Chaos, Gold, Gruppen-EP? Ja, es ist tatsächlich mittlerweile die Frage, ob wir Chaos reduzieren noch brauchen. Ich gehe von Nein aus. Ich glaube auch nicht. Und deswegen würde ich tatsächlich diesmal das Geld nehmen, wenn ich ehrlich bin. Echt? Also, ja, können wir auch machen. Ich habe sogar schon drüber nachgedacht, die Gruppen-EP zu nehmen, weil das Geld brauchen wir irgendwie auch nicht. Ach so, ja gut. Also, wie viel Geld gibt denn das Gold? Ist das eine Verarsche? Was? Wie viel Geld gibt das Gold? Ja, das Gold-Belohnungsding. 480. Ja. Nee, weil ich gerade geguckt habe, wie viel ich für das Obsidian-Schwert kriege. 400. Na ja gut, wenn du es nicht benutzen willst, dann kannst du im Endeffekt natürlich auch verkaufen. Darum, genau. Ja, kannst du eigentlich machen, ja. Ja, also dann bin ich auf jeden Fall für das Gruppen-EP-Ding, weil... Dann bin ich auch für die Gruppen-EP. Wir haben Gold und wir haben uns gerade ausgerüstet mit Stuff und so weiter. Ja. Ja. Ist ein Argument. Okay, müssen wir... Ach, komm! Alles kann... Achso, Das ist natürlich jetzt ein bisschen albern da unten, aber gut. Ja gut, kann ich auch hier. Wir könnten, warte mal, Aster. Da oben ist ein Lockbecken für uns, Mono. Dann lass uns nach Aster gehen und dann springen wir runter zum Lockbecken. Also eigentlich muss da ja nur einer hin. Ja, eigentlich könnte er auch oben bleiben, da hat er auch recht. Ich hol das schnell. Das ist ja nur eine Fetch-Quest, du musst da ja nur Kram abholen. Ja. Ach ja, stimmt. Ich hol das und eben. Dann den versiegelten Steinheld und dann zum Kobold-Korridor bringen. Ja, das muss nur einer machen. Ja gut, dann, ja gut, das kann man auch machen. Ja gut, macht Mono. Ach, Nationals. Lauf. Ja, genau. Ich lauf dann. Aber wenn du dran bist, dann komm mal 2 runtergelaufen, bitte, Geomon. Hast du dich eigentlich gerade geheilt? Nee, hab ich nicht. Ich stehe ja noch drinnen. Nee, du stehst. Ach nee, ich bin 1 gelaufen, was das hin. Ihr könnt auch. Ist egal, mache ich auf dem Rückweg. Scheißegal. Guillaume, und ich gebe dir mal noch so eine Rolle hier. Theoretisch könntest du Nation auch noch so eine Rolle geben. Ich hab doch eine. Und dann kann er sich einfach kurz hin und her teleportieren. Welche Rolle ist das? Die Teleportrolle. Teleport. Du hast nur eine davon. Ja, brauche ich doch nicht, oder? Ich laufe unten hin und dann. Du teleportierst zurück. Wie du willst. Du kannst hinlaufen und dich zurückporten oder ich habe Guillaume noch eine gegeben, der hat jetzt 3 Stück, also der kann dir auch noch eine geben, dann kannst du dich hinporten und wieder zurückporten, wie du willst. Okay. Weil du musst ja sowieso zum Korrekorin und nochmal. Ja, ja, genau, deswegen. Ja, ja. Also Guillaume, komm du mal 2 runter, bitte. Ja. Wenn Mono fertig ist, klar. Ja, natürlich. Egal. Ich dachte, das bräuchte ich jetzt nicht extra erwähnen. Viel weiter komme ich auch nicht. Ich muss aber 3 runterkommen. Nee, 2. Der 2? Du kannst. Dann stehst du auf dem letzten hellen Feld hier. Du kannst mir hier nichts geben. Ja, ja, ich lauf doch dann auch gleich.
Ich muss doch ja, sowieso da lang. Nee, musst du nicht. Ja, du musst ja erstmal runter. Das, muss ich runter. Du hast das Prinzip von der Schriftrolle nicht verstanden. Hä? Du sollst. Ich hätte das ich auf dem Rückweg genommen. Nein. Ich gebe dir jetzt die Schriftrolle. Ja. Also du musst auf jeden Fall trotzdem nicht hoch, sondern runter. Das war das Einzige, was gerade, was ich nicht richtig gesehen habe. Ansonsten. Genau. Und da du den großen Umweg laufen musst, sonst sollst du die Schriftrolle nehmen, dann bist du direkt an der Statue. Ach, klar, Mann. Ja, wie gesagt, kannst du machen, wie du willst. Du kannst eine Tour hinlaufen und dich zurückporten oder beide Dinger porten. Wie du möchtest. Gut. Ja, dann bin ich ja soweit fertig. Dann mache ich Clothes Changing, während du unterwegs bist. Zelte haben wir noch? 2 Stück. Ich hoffe, das reicht. Okay, jetzt habe ich 90 Wahrnehmung. Jetzt dahin? Ja, nicht ganz, aber fast. Du läufst, du guck mal, der Stein hält. Rechts musst du hin. Da ist auch eine Markierung drauf. Da ist so ein gelber Pfeil oben drin. Ja, hier? Ja. Nee. 4 nach rechts, 1 nach unten. Oder 3 nach rechts, 1 nach unten. Du bist ja jetzt am Nachtmarkt und die Quest ist ja auch, hole dies in Steinheld und bring es zurück zu Koboldkorridor. Im dunklen Jahrmarkt, da gibt's nichts. Oder steht bei dir was anderes? Nee, schon gut. Ich sehe den Text ja nicht oben. Bei die Wolken, ich kann das kaum lesen. Das hebt sich nicht ab. Deswegen habe ich da nicht drauf geguckt. Aber ja, ja, der Jahrmarkt war halt goldumrandet, deswegen ging ich davon aus, dass das mein Ziel ist. Nee, ist der Steinheld. Aber ist ja auch egal. Kannst ja dann zum Steinheld laufen und dich zurückporten, ist ja kein Problem. Ja, ja. Was ihr beide noch machen müsst, was mir jetzt gerade auffällt, ihr wart ja gerade in der Stadt, ihr könnt mal noch den Segnungstypen benutzen. Also bei Geomon ist vielleicht nicht so schlimm mit dem Glück, aber Nation sollte seinen Vitalitätsfluch schon loswerden. Ich benutze einfach ein Zelt. Ach nee, geht ja nicht. Nee, ein Zelt. Das war auch nur ein Witz. Achso, okay. Wegen deinem immer, lass uns ein Zelt aufstellen. Ja, Zelt bauen ist nice. Aber du kannst mal gucken, ob du da noch ein Zelt kaufen kannst. Wenn der Typ hier fertig ist, der Maso Jansis, dann gucke ich da mal rein. Denn die gehen uns dann tatsächlich langsam aus. Ja, so viel brauchen wir nicht mehr. Nö, aber. Aber ich frage mich gerade, was ist denn eigentlich? Kannst du den Turm zwischen den Stufen nicht auch nochmal das benutzen? Kann sein, ja. Ach, genau, okay, da ist es. Ach so, okay. Ah, da haben wir. Ah, okay. Da ist. Wollte ich nämlich gerade fragen, was ist denn da mit dem Tempel, der da noch Dingsbums hat hier? Schlösser. Ah, okay. Das ist nicht mehr. Es müsste auch das letzte sein, glaube ich. Was er freischalten muss, oder? Ja, der Tempel. Die kosten 310, glaube ich, und ich kann die nicht alle leisten. Ja, so viel Geld habe ich auch nicht mehr. Und ein Zunderbeutel ist ja auch noch für 900. Ein Zunderbeutel für 900? Ja. Den kann ich mir auch nicht leisten. Okay, hat sich erledigt mit den Zunderbeuteln. Ja, passt schon. Also, wenn wir da rechts das Dungeon noch machen, kriegen wir auch noch Kram. Ja, den Luftballon können wir jetzt immer benutzen oder nur? Weiß ich nicht. Hier sind Assassinen-Stiefel, die hattest du schon, ja, ne? Die habe ich schon. Oh, ja. Die königlichen Stiefel sind hier mit plus 5 Stärke, minus 4 Geschwindigkeit und plus 9 Rüstung. Bin dabei. Kann ich mir nicht kaufen, ich habe kein Geld. Ja, ich weiß. Aber machen wir noch später. Also ich weiß nicht, ob wir den immer benutzen. Ja, na, wahrscheinlich können wir damit immer fliegen. Das Schild, das Nation hat, das gibt's ja auch nochmal, ne? Welches? Ich habe 2 Schilder. Das Chaos-Schild. Apropos, brauchst du das Chaos-Schild dann eigentlich überhaupt noch? Achso, nee, ich kann's ja jetzt auch nicht mehr. Hat's erledigt. Okay, würde ich sagen, beenden wir die Folge. Okay. Und
begeben uns dann das nächste Mal hier in diesen Tempel rein. Begrabenen Tempel, checken den noch aus, die optionale Quest hier. Alles klar. Ja. Okay, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.